gehört schon, wenn man in Zedelnik oben war, oberhalb von Zedelnik, wo im Prinzip die Steine für Berlin gebrannt wurden, wo heute noch ein wunderschönes Museum auch existiert, die auch Schaubrenner machen, sieht man nämlich diese Ziegeleien. Oder die haben unheimlich viel Platz gehabt. Hier in Kleinkölzig habe ich das Problem, dort der Ziegeleiteich, hier drüben zwei Teiche, dort die Bahnlinie, dort die Wohnhäuser, die war Feierabend. Das heißt, ich musste noch den Rundton irgendwo mal ablagern. Ich habe sicher Steine gehabt, die gebrannt waren, die ich irgendwo ablagern musste. Und dann war einfach mal Feierabend. Und so hat man sich beholfen, diese Etage drauf zu bauen. Von der Ziegelproduktion, also von der Presse aus, wurden die Steine per Schlägbaum zu Kio gebracht. Dann haben die Frauen, jetzt kommen wir zu den Frauen, die auf dem Bild zu sehen waren, diese Steine auf diesem Wagen, den ich dort unten hatte, dort nur noch habe, aufgestapelt und dann wurde hier oben stand das gesamte Objekt pro Meter 20 Uhr Regal. Schräg auf die Kamera hoch und die Kamera von der Kamera in die Regale reingeschaut. Von den Regalen, wenn sie trocken waren, der Trocknungsgrad 120%, wieder auf diese Kamera drauf. Hier per Aufzug nach unten, Lastaufzug und unten in den Ofen rein. Das war schwerste Arbeit für die Frauen, der die ja vor allem so ein Blick auf deine Hand hatte. Die haben wir hier auf. Thank you.